Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen Enyaq RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl. NZZ Akzent. Heute sprechen wir über ein Thema, ich gebe zu, wir sind beides schon lange in diesem Journalisten-Business, aber über Nagelstudios habe ich noch nie gesprochen. Ich habe auch noch nie über Nagelstudios geschrieben. Und jetzt stehen wir beiden Männer da und sprechen über Nagelstudios. So ist es. Wie kam es dazu? Es begann eigentlich sehr harmlos. Wir haben im Team darüber gesprochen, dass diese Nagelstudios überall aufpoppen. Einige gehen wieder zu, dann fängt wieder ein neues irgendwo an. Und dass man auch in der tiefsten Provinz sieht man in der Abenddämmerung überall diese Nail-Signete aufleuchten. Mit der Katze. Mit der Winkekatze im Schaufenster. Und das hat uns neugierig gemacht. Und meine Kollegin Patricia Messmer und ich fing dann an, wie man immer anfängt. Also man überlegt sich, hat man Kontakte, man fragt den einen Freund, der jemanden kennt und so weiter und so fort. Und relativ bald mussten wir einsehen, das wird nicht so einfach, weil wir stießen eigentlich auf eine Art Mauer des Schweigens. Niemand, der reden wollte, niemand, der sich zeigen wollte. Und diese Recherche, die wuchs dann wirklich zu einer langen Geschichte. Also wir waren alles in einem sicher ein Jahr dran. Die Recherche führte uns quer durch die Schweiz, dann bis nach Vietnam, bis nach Malta. Und endlich stießen wir dann auf eine 45-jährige Frau namens Din. When I come, he said he's asking for me like work six day a week. Eine Vietnamesin, wie so viele in diesem Nagelbusiness aus Vietnam kommen. Und sie war dann tatsächlich bereit, mit uns zu sprechen. So I'm very, very sad. I don't know how to say. Und dann sagte sie habe nichts zu verlieren. Ich will so nicht mehr leben. I'm so tired. Yes, I understand. Yeah. Werden vietnamesische Arbeiterinnen in Schweizer Nagelstudios systematisch ausgebeutet? Die Reporter Patricia Messmer und Sascha Batjani sind in eine bisher unbekannte Welt der Beauty-Industrie eingetaucht. Ich bin David Vogel. Heute Teil 1: Dins Traum. Unsere Geschichte beginnt eigentlich am Flughafen Zürich. Es ist April dieses Jahres und aus dem Flugzeug aus Ho Chi Minh Stadt, aus Vietnam, steigt Din, unsere Hauptprotagonistin. Und sie ist eigentlich voller Hoffnung, voller Pläne. Sie will in der Schweiz neu beginnen. Sie will ein Nagelstudio eröffnen. Sie weiß, dass in der Schweiz dieser Nagelstudio-Boom eigentlich gerade erst beginnt. Also sie hat Goldgräberstimmung. Sie will Geld verdienen, klar, aber bei ihr kommt etwas ganz, ganz Spezielles hinzu, nämlich sie will mehr Lebensqualität. Man muss über Din wissen, dass sie nicht zum ersten Mal in Europa lebt und arbeitet. Sie war davor schon in Schweden. Sie hat auch eine Tochter in Schweden. Und sie hat dort eigentlich begonnen, als Nail-Designerin zu arbeiten, hat sich hochgearbeitet, hat dann auch eine Filiale gegründet, hat eine internationale Nagelstudio-Kette mit aufgebaut, hat sogar die Nägel gefeilt von Rihanna, dem Popstar. Wow. Die hat in Schweden getourt und ist dann bei Din gelandet und hat dann aber 2014 ein Burnout und es bricht alles zusammen. Passiert vielen, also auch den Leuten im Nagelstudio-Business. Genau. Din geht dann auch zurück nach Vietnam und sie merkt, dass sie sich in der Natur wohlfühlt, dass sie dort Stabilität findet. Und deshalb eben auch, warum sie in die Schweiz will. Sie will arbeiten, sie will Geld verdienen, aber sie will eben auch ihre freien Tage, von denen sie glaubt, sie habe hier freie Tage, will sie in der Natur und im Grünen verbringen. Es kam aber anders. Hier beginnt eigentlich ein Leben, man kann schon fast sagen, einer modernen Sklavin.
Würdest du wirklich so weit gehen? Ja, also sie ist natürlich frei, sie hat einen schwedischen Pass, sie kann an sich, kann sie auch gehen. Aber sie ist wie gefangen aufgrund vielfältiger Abhängigkeiten. Welche denn? Also zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. How many hours did you work normally there? 60 hours a week. A week. Yeah. Every shop they. Sie arbeitet 13, 14 Stunden gebückt und muss den Menschen die Nägel feilen. Sie wird betrogen, abgezogen, sie wird psychisch unter Druck gesetzt. She no pay for the salary. Der Lohn wird ihr zum Teil nicht ausbezahlt. Also es sind eigentlich der Schweiz unwürdige Arbeitszustände. Din ist kein Einzelfall, sie war für uns ein Türöffner. Wir hatten dann verschiedene Treffen mit anderen Nail-Designerinnen. Mhm. Das war zum Teil sehr schwierig wegen der Sprache. Einerseits, wie Din kamen die meisten oder kommen die meisten aus Vietnam, waren sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern, sozialisiert auch aus einem Land Vietnam, das nicht unbedingt die freisten Medien hat. Also sehr, sehr, sehr angstbehaftete Leute, sehr zurückhaltend. Aber in den Gesprächen haben wir dann gemerkt, das ist was Größeres. Das hat System. Das ist nicht, das sind nicht 3, 4 Leute. Das sind eigentlich Hunderte, Tausende. Wir haben dann auch Muster erkannt. Also beispielsweise wird allen Geld abgezogen für also Sozialabzüge, obwohl sie gar nicht angestellt sind. Sie werden, wenn sie sich weigern, am Samstag zu arbeiten, wird ihnen gedroht zu kündigen und so weiter und so fort. Wir sind gleich zurück. Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt. Also was Din erlebt und auch die anderen Nagelarbeiterinnen, das ist moderne Ausbeutung. Genau, es ist ganz klare Ausbeutung. Es ist auch so, dass sie über die Nagelstudio-Besitzer kommen sie an Wohnungen. Sie haben ja keine Strukturen hier, die sind jung, die sind 20, 21, zum Teil zum ersten Mal in Europa. Sie verstehen die Regeln nicht, sie verstehen die Gesetze nicht, sie trauen dem Staat nicht, sie trauen den Behörden nicht, sind also ausgesetzt. Und leben dann in so Apartmentwohnungen an Stadträndern, die den Nagelstudio-Besitzern gehören. Mhm. Da leben sie zum Teil in Zimmern, wir haben gehört, zu neunt. Zum Teil ist es so, dass wenn jemand sich nicht gut arbeitet, dann verliert sie den Bettteil und muss dann auf dem Boden schlafen. Ach, krass. Also solche Drohungen sind das. Und denen geht's auch so? One sleeping room, that guy take and I living in living room. Din geht's auch so, sie lebt auch in einer dieser Wohnungen oder wo sie auch immer landet sie dann in so einer Wohnung. Das sind dann schwierige Verhältnisse mit den Leuten, die auch dort wohnen. Es sind schwierige Verhältnisse, weil die Chefs zum Teil dort auch wohnen. Also man sieht sich dann sowohl im Laden 13 Stunden am Tag als auch am Abend. Sie müssen dort dann zum Teil auch putzen, sie müssen die Küche putzen, sie dürfen erst kochen, wenn der Chef schon gegessen hat. Also es sind ganz, ganz schwierige Verhältnisse. You have no privacy. Yeah, no privacy. So that's why I feel like. Und die Behörden. Also ich meine, wenn ich das höre, dann raufen sich mir die Haare. Ja, so ging es uns eigentlich auch. Die Behörden haben unsere Recherchen dann eigentlich bestätigt. Am deutlichsten war es, als wir zu tun hatten mit der Berner Fremdenpolizei. Und der Chef der Berner Fremdenpolizei hat uns dann gesagt, dass unsere Recherchen eigentlich, dass das deckungsgleich ist mit dem, was sie sehen. Mhm. Man kann sagen, in jedem dritten Studio erhalten Menschen wie Din, also Nagelarbeiter und Nagelarbeiterinnen, zu wenig Lohn. Mhm. Hinzu kommen Fälle von Menschenhandel. Es gibt Fälle, in denen Nagelarbeiterinnen dann in Sexclubs landen. Da ist es eigentlich die ganze Bandbreite. Also die bestätigen eure Recherchen, aber was mir noch nicht ganz klar ist, haben wir es jetzt mit einem illegalen Geschäft zu tun oder nicht? Weil es gibt ja wirklich sehr viele von diesen Nagelshops.
Ja, es ist eben nicht so einfach zu sagen. Es ist so ein Zwischenraum zwischen Legalität und Illegalität. Die Nagelstudio-Besitzer, die sind zum Teil hier schon mehrere Jahre in der Schweiz ansässig. Die sind hier etabliert, die haben Anwälte, die wissen genau, was möglich ist und was nicht und reizen halt alles Mögliche aus. Zum Teil macht die Polizei Kontrolle, zum Teil finden sie auch Verträge, die werden ihnen dann unter die Nase gehalten, aber die bedeuten dann letztlich auch nichts, das haben wir auch gehört. Also gegen außen sieht alles okay aus, aber wenn dann die Polizei weg ist, spielt dann keine Rolle mehr. Hat was Mafiöses fast. Ja, hatten wir auch immer gedacht, dass das ein bisschen mafiös ist. Also die Berner Polizei spricht von familienstrukturierten Clans, die sich hier ausbreiten. Das betrifft übrigens nicht nur Nagelstudios, sondern das betrifft auch die Bubble Teas, die unsere Kinder so mögen, und die Asian Supermärkte. Die seien alle in vietnamesischen Händen und da werden die Arbeiter und Arbeiterinnen ausgetauscht. Und diese Netzwerke, die beziehen eigentlich nicht nur die Schweiz, sondern auch das Ausland. Und da werden die Leute herumgeschoben. Also wenn dann, ich weiß nicht, in Stuttgart braucht es auf einmal 9 Leute und dann werden die hin und her geschoben. Für die macht es keinen Unterschied, Stuttgart oder Zürich, das ist... Macht keinen Unterschied. Die wissen zum Teil gar nicht, dass sie sich hier in der Schweiz befinden. Hast du eigentlich Zahlen? Also weiß man eigentlich, wie viel die zum Beispiel in der Schweiz umsetzen und wie viel es überhaupt gibt? Es ist eben nicht so einfach, weil die Nagelsalons werden mit den Coiffeursalons und den Kosmetikstudios subsumiert in eine Gruppe. Man weiß, es nimmt zu. Und klar ist auch, es ist eine billige Dienstleistung. Also sich Nägel machen zu lassen, das kostet je nachdem, was man will, aber das Billigste kostet 30 Franken. Man geht da hinein, gibt seine Zehen, die werden da gebadet und geraspelt oder gibt seine Nägel und zahlt 30 Franken. Und die meisten sprechen dann gar nicht mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, die dann auch hinter Masken sitzen und feilen und polieren. Die sind irgendwie nicht richtig da. Sie sind quasi die unterste Kaste der Beauty-Industrie. Also das sind eigentlich die Unsichtbaren. Und die hat ja schon Erfahrung, die hat das schon mal erlebt in Schweden. Jetzt ist sie wieder in der Schweiz, sie lässt sich das einfach nochmals über sich ergehen? Ja, sie versucht eigentlich etwas zu ändern. So to the end, one day I'm very angry. And I tell him I'm quick, because I don't believe you anymore. Sie wechselt Kleinstadt nach Kleinstadt, wechselt von einem Studio zum anderen. Sie haben also eine Facebook-Gruppe, ich habe das auch gesehen, da werden Jobs ausgeschrieben, da wird aber auch zum Teil gewarnt, dass es dort oder da schwierig ist, dass dort oder da ein schwieriger Chef ist. Also die warnen sich zum Teil, aber da sind auch die neuen Jobs und sie kämpft und versucht, ja, so ein bisschen ihre Situation zu verbessern, kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, versucht an Verträge zu gelangen, weil sie will nicht illegal in der Schweiz sein, aber man will sie ja eben nicht anstellen, weil das bedeutet Papierkram und Abzug und so weiter. Und sie versucht etwas zu machen, aber je länger die Zeit vergeht, desto schwieriger wird es für sie. We don't know how to check and we don't know who we ask until I'm very angry. Aber Sascha, nochmals, ich meine, sie könnte ja gehen. Sie hat ja sogar einen schwedischen Pass. Warum lässt sie das über sich ergehen? Naja, also da muss man wissen, sie stammt natürlich aus bitterster Armut. Ihr Vater ist gestorben, sie musste dann nach Europa, um Geld für die Familie zu verdienen. Er hat sich verschuldet auch. Menschen wie Din, die verschulden sich, um hierher zu kommen. Und geraten dann eben in diese verschiedenen Abhängigkeiten. Es ist eben oft nicht nur diese eine Person, die sie ausbeutet, sondern es ist so ein Räderwerk. Also zum Teil ist es eine Agentur, die sie eben nach Europa überhaupt bringen. Denen schuldet man Geld, um überhaupt an Geld zu gelangen. Wird zum Teil muss die Familie zusammenlegen. Zum Teil, haben wir gehört, ist es ein ganzes Dorf, das dann jemanden aussucht, der dann quasi nach Europa darf. Oh, und dann hat man ein ganzes Dorf im Nacken, denen man das Geld schuldet. Ja. Und was interessant ist, ist, dass viele eben diesen Traum haben vom Aufstieg durch die Nägel. Etwas, das uns in der Recherche erstaunt hat. Das hatten wir nicht gedacht, dass Nägel so etwas ist wie der vietnamesische Traum des Aufstiegs. Und viele träumen davon.
und wollen quasi über die Nägel aufsteigen, ein besseres Leben. Und um diese Motivation zu verstehen, dachten wir, müssen wir dorthin, wo eigentlich alles beginnt, an den Ursprung zurück. Und deshalb haben wir beschlossen, nach Vietnam zu gehen. Dann habe ich von einer Frau gehört, die soll die Nagelkönigin von Vietnam oder zumindest von Ho Chi Minh sein. Kelly Pang kam dann so auf die Bühne in diesem weißen Hosenanzug und sie wirklich so wie so eine Offenbarung in diesem Heer von jungen Leuten, die davon träumen, so zu sein wie sie. Bin gespannt auf Patricias ganze Geschichte. Vielen Dank, Sascha. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.